Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, ich habe nebenbei mal die Tondra-Mission gemacht. Natürlich mit weniger Freude, weil die Missionen ja einfach nur, ja, wie soll ich das freundlich sagen, ätzend sind. Ja, wir werden jetzt mal den Mond ein bisschen ausbauen. Habe ich mir so gedacht. Ja, machen wir erstmal nur 5. Die sind immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Was? 3000? Verarbeite Informationen. Die sind ja richtig teuer geworden. Sortiere Daten. Junge, 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 ey. Ja, bionische Erweiterungen benötigen wir auf jeden Fall. Warum geht denn das immer weiter runter? Brauchen die echt nach und nach alle Bedürfnisse? Ah, ich wollte doch auf Mond. Ach, verdammt. Dadurch werden Kapazitäten frei. Ja, das möchte ich aber auch ganz stark hoffen, dass dadurch Kapazitäten frei werden. Da tricksen wir mal noch ein bisschen, weil das kostet ja nur 200. 15, ja, mal langsam antasten. 18, 19. Ja, wie viel geht? Aha. 20 kosten 200. Verarbeite Informationen. Was waren das jetzt? Ach ja. Zack, zack. Verbindung wird hergestellt. Das spart Geld. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder hier mit dem Laden ist. Ein wenig merkwürdig. Du wirst gar nicht umhin kommen, mit dem alten Nick Geschäfte zu machen. Ja. Ich mach dir auch jetzt lad fertig hier. Oha. Ja, also. Wem fehlt denn hier was? Ja, aber ich würde sicher das Büro vermissen. Ich wüsste da schon was. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Plus 1800. Ja. Mal gucken, wie hoch das ganze Thema jetzt geht. Ansonsten hole ich mir hier 14% vom letzten Gebot und dann haben wir auch ein bisschen Kohle. Das ist mir jetzt vollkommen egal. So langsam müssen wir ja mal uns was holen. Oh, na ja. Passt. Mehr Geld ist immer gut. Was brauchen wir jetzt hier überhaupt? Oh, Fruchtsäfte. Uha. Deswegen ging das wahrscheinlich die ganze Zeit runter. Ich habe mich nämlich schon gewundert, so ein bisschen. So, da haben wir jetzt wieder genug. Ah ja, Neuroimplantate müssten wir noch mal ein paar holen und dann müssen wir unbedingt auf den Mond. Es geht immer noch runter. Das ist so Wahnsinn, ey. Also man muss scheinbar jetzt wirklich alle samt befriedigen, damit sie überhaupt auf dem Stand bleiben.
Ich frag mich aber, naja, so, dann müssten wir den hier rein theoretisch, ja, hier oben eigentlich reinsetzen. So blöd es aussieht. Oder passt er da rein? Der passt da oben rein. Geht immer noch runter. Wer zieht denn da aus? Was geht denn da runter? Die Verwaltung bleibt. Ach, das sind nur die Firmenanteile. Und Angestellte gehen hoch, okay. Ah ja, jetzt gehen sie hoch. Okay, das war wirklich der U-Bahnhof. Und den nächsten, den müssten wir dann irgendwie in der Ecke hier so rein platzieren. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigen Sie mich nun bitte, ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Output, Output von Transferrouten bei 0. Ja, das habe ich mir jetzt... Oh Gott! Jetzt habe ich es übertrieben. Du ahnst es nicht. Oh, oh. Seimen International ernährt die Welt. Das ist ein Geben und Nehmen. Kein Wettlauf. Ja, Strom muss ich sowieso ausbauen. Früchte. Oh, das passt aber auch genau in die Ecke hier gerade, ne? Das wäre also erledigt. Also zum nächsten Punkt auf der Agenda. Wir brauchen Strom. Wo haben wir den hier angebaut? Haben wir den hier unten in der Ecke? Ja. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ja, Wasser, Reis, also auf gut Deutsch alles. Ich glaube, wir sind alle froh, dass... Na man gut, haben wir uns noch ein bisschen Geld wenigstens da abgeholt. So, Biokost haben wir wieder. Jetzt brauchen wir aber noch dringend Wasser. Nein, nicht Strom, verdammt. So, was benötigen wir noch? Kleidung. Mikroprozessoren haben wir genug. Dann brauchen wir die Flachsplantagen. Immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den Mist hier. Irgendwas fehlt noch. Ja. So, das haben wir. Jawohl. So, das war doch... Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit... Ja, nee, komm, nicht schon wieder. Das war doch ein ganz ordentlicher Schub jetzt, finde ich. Also, das war ordentlich. Und relativ schnell ausgeglichen. Ja gut, Neuroimplantate müssen wir uns noch drum kümmern und unbedingt dann auf den Mond. Sowieso langsam den Mond ausbauen wegen Strom. Da haben wir nicht genug von. Ja. Ja, die Ecke hier ist sowieso nicht ganz so toll. Mm-hmm.
Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Das dürfte eigentlich reichen. Oh, nee. So. Jetzt aber. Mensch, da haben wir ganz gut aufgestockt. So, das sieht alles gut aus. Neuroimplantate machen wir jetzt als erstes und danach geht's auf den Mond, würde ich jetzt sagen. Na, was haben wir hier? Klimaterrorismus in den Wanderebenen. Oha. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Ja. Ja, dann gucken wir uns eben einmal schnell die Klimakatastrophe an. Gucken wir mal nebenbei einmal hier. Wen können wir denn mal wieder ein bisschen mobben? Oh ja, hat aber wieder ganz gut Credits aufgebaut, ne? Minus 143.000. Minus 179. Ja, nee, pushen wollen wir ihn ja nicht. Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Sehr schön. Ja, ein paar Credits hätten wir ja eigentlich noch, ne? Aber... lieber mal hier noch einen Insider einschleusen. Wie sieht das Monopol aus? Naja, also wir haben schon echt gut ausgebaut. Also... wenn ich bedenke, eine Zeit lang, da war ich ein Viertel oder so vom Schwächsten.